Also ihr hattet alles im Griff, ich meine. Ich habe damit nichts Großartiges zu tun, außer er hat das Bier getrunken, was ich ihm dahingestellt habe. Das kann ich euch leider beim besten Willen nicht sagen. Nein, nein. Ich wollte in diesem Bezug auch noch mit einem unserer Köche sprechen. Da ihr es erwähnt, Zulamin zieht mal dieses Rechnungsbuch heran und schlägt die allererste Seite auf. Wie viele Köche hat Jalan damals angeheuert? Und stehen hier Namen? Ja, ich habe mich diese Frage vor einigen Tagen auch gefragt. Ich habe das noch im Buch nachgeschaut, aber ich habe dann schon wieder vergessen, warum überhaupt. Na, vier. Stehen da Namen? Also ich fahre mal so mit dem Finger über die Zeilen, dass ich bei den Köchen bin. Vier. Also, Answin und Galgenstein haben sich jeweils nur mit Answin und Galgenstein reingeschrieben. Bei Galgenstein, keine Ahnung, wie er mit Vornamen heißt, aber. Sonst haben wir vier Smoothies. Und der eine, den wir aus dem Wasser gezogen haben, sagt, sein Name sei Alrik und er habe damals als Koch bei uns angeheuert. Aber ich habe den Köchen nicht viel Beachtung geschenkt, aber ich war immer der Meinung, dass es vier wären. Und diesen habe ich dort unten noch nicht gesehen. Haben wir später irgendwann nochmal jemanden dazugeholt? Ich wüsste nicht wann. Bei den Köchen gab es eigentlich keine Fluktuation. Selchion? Algenstein? Answin? Answin? Nun, Answin war nicht Koch. Das war, ihr erinnert euch an den Großen, dem wortwörtlich der Himmel auf den Kopf gefallen ist. Ach je, ja, natürlich. Ja, das war der gute Answin. Es tut mir immer noch etwas leid. Aber naja, Niobara wird mir schon verzeihen, dass ich ihren Turm kaputt gemacht habe. Wie dem auch sei. Nein, es sind vier Köche. Norbert heißt, weiß ich nicht. Also, Galgenstein, Belchion und Answin, aber. Der mit der, ich weiß nicht mal, ob er eine Glatze hat. Er trägt ja immer dieses dreckige Kopftuch. Nun ja, das wären jedenfalls vier. Und dieser Mann ist auf jeden Fall irgendwie seltsam. Aber auch deswegen möchte ich mit Haswulf sprechen, denn er hat sich ja näher mit ihm befasst und auch mit dem anderen. Der andere, der jetzt weg ist? Ich weiß nicht, ob er weg ist. Uns wurde gesagt, dass Haswulf mit ihm weggegangen sei, nicht wahr? Ja. Nun ja, Haswulf wird das wissen. Oh je, stellt euch mal vor, es war ein Effertgeweihter. Oh, wenn Haswulf mit ihm weggegangen ist, dann schläft er jetzt bei den Fischen. Ich glaube, wenn es ein Effertgeweihter gewesen wäre, hätte er sich irgendwann bemerkbar gemacht. Laut. Auch wieder wahr. Nun gut, ja, wir sollten mit Haswulf sprechen. Und dann sollten wir einkaufen gehen. Dieser Smooth hier, sitzt er noch im Verlies? Ja. Er wollte natürlich freigelassen werden und sagte, er habe nichts getan und so, aber nun ja, er erschien uns zu verdächtig, um ihn einfach gehen zu lassen. Wir haben ihn gewissermaßen unter Quarantäne gestellt. Und es mit magischer Reststrahlung begründet oder sowas. Wieso? Habt ihr einen Vorschlag? Nein, aber war sicher eine gute Entscheidung, ihn dabei zu haben. Jemand, der letzten Hafen, den wir angelaufen sind, war der Stadt aus der Tiefe. Wenn sich davon jemand auf unser Schiff geschlichen hat, dann könnte er jeder Fraktion angehören. Es ist möglich. Vielleicht spioniert er noch für Palligan selbst. Andererseits, sie haben nur Geweihte entführt. Nur Geweihte auf das Geisterschiff entführt, meine ich. Aber was er ist oder nicht ist. Gut, dass es uns nicht erwischt hat. Stellt euch mal vor, ihr oder ich oder Rafim wären entführt worden. Rafim und mich haben sie versucht zu kriegen, aber nun ja.
Wir haben die Geister erschlagen, bevor sie uns mitnehmen konnten. Ja, das war gut. Aber vielleicht denken wir auch nur in die eine Richtung, wenn man in beide Richtungen denken sollte. Die sind ja, ich sag mal, die sind sich untereinander ja so spinnefeind, wie sie uns feind sind. Das ist wahr. Also ihr meint einen anderen Paktierer? Naja, ich würde zumindest nicht direkt ausschließen. Nun, wir haben in der Stadt aus der Tiefe gelernt, dass sie ihre Paktierer wie Geweihte behandeln. Vielleicht ist es das? Ich hoffe nicht. Nicht schon wieder. Naja, wenn wir keinen einzigen Paktierer an Bord hätten, wäre ich aber überrascht. Lassen wir diesen dann auch für einfach frei? Nun, bei diesem gibt es noch weniger Verdachtsmomente. Abgesehen davon, dass unsere Feinde ihn entführt haben. Nun, sei es wie es sei und wie es ist, ich glaube, hier darüber an dieser Stelle zu reden, bringt uns nicht weiter, oder? Ja, da habt ihr recht. Ja, das ist wahr. Wir sollten unsere Erledigungen angehen. Gut, ist die Sitzung dann hiermit beendet? Um noch einmal auf die Vorräte zurückzukommen, hat einer von euch eine Vorstellung davon, was wir benötigen und könnte das organisieren? Oder denkt ihr, das ist eine Aufgabe für Hasswolf? Oder was ist mit Nebelklang? Nebelklang wo ist der eigentlich? Mir da sicherlich nicht kompetent für genug. Naja, er gehört hier jetzt auch nicht mehr hin, der ja nicht mehr zur Offiziersriege gehört. Oh, aber ihr habt recht. Danke, Kapitän. Ja. Vielen Dank für diesen Weisheitsstreich, den ihr getan habt. Dieser Mann war unerträglich. Aber hat ihm das dann schon jemand mitgeteilt? Hat denn ihn eigentlich ganz nett. Denn ich habe das noch nicht getan. Ich auch nicht. Ich habe natürlich direkt meinen Fuß auf den Boden gestellt und habe ihm erzählt, dass er nun nicht mehr den Geschützmeister macht. Vielleicht war ich ein wenig sauer, aber er wird es wohl verkraften. Na dann. Verstehe, er hat das wohl nicht so gut aufgenommen. Nun ja. Dabei hatte er eigentlich ein recht sonniges Gemüt, muss man ja sagen. Wenn ihr euch um die Vorräte kümmern wollt, nehmt Selchion mit. Das hat an Sinaudo auch richtig ziemlich gut geklappt. Er wollte zwar unbedingt einen Kampfhahn kaufen, aber gemeinsam mit ihm habe ich das. Er wusste, was sie brauchen. Gut, dann nehmen wir den einen Koch mit. Selchion, der mit dem Hühnchen. Ja, aber das Hühnchen gehört ja nicht Selchion. Es gehört ja an Sven. Ja, aber er läuft zumindest immer mit diesem Hühnchen herum. Er trägt es sogar auf der Schulter. El Chigoron, meinst du? Ja, ist ein gutes Hühnchen. Man sollte nicht gegen es wetten. Ist dir aber jetzt auch egal, nicht wahr? Ich überlege, diesmal Answin mitzunehmen, weil, Selchion hatte das letzte Mal Landgang, jetzt kann Answin auch mal was machen. Na? Also wollt ihr euch darum kümmern? Ja. Wir werden eine gute Portion an Vorräten und Preios Blumenkerne kaufen. Danke. Für Knabbereien muss gesorgt sein. Dann könnt ihr wieder nach draußen treten mit eurem Tee, den Rest, den ihr noch da habt, und die Mannschaft zusammenrufen. Es sind 10 Handwerker, 7 Dukatengardisten und eure Köche, die euch verblieben sind. Ihr könnt noch erkennen, wie eure Marcesca Paligan anwesend ist. Selbstverständlich ein Elefant, die anderen stehen noch draußen. Und euer Strauß. Ansonsten ist euch nicht mehr viel geblieben. Die Halbmatrosen sind noch anwesend von Aves Seeschule. Es wirkt sehr leer und verlassen auf euch, wenn ihr dann die restlichen verbliebenen Mannschaftsmitglieder antreten lasst. Irgendwo über euch, neben euch, könnt ihr dann noch Kapok erkennen, der mit irgendwas Hey Mann murmelt, und Alricio Coronares, der letzte verbliebene Vollmatrose von Sullas Schwertern, die Piraten, der dann wohl irgendwie zwischenzeitlich noch so etwas wie den Steuermann gemimt hatte. Der hat zumindest sich in dieser Position ganz gütig getan und ist im Gegensatz zu seinen anderen Kameraden noch an Bord geblieben. Frage, was ist mit den Darf ich das der OT dazwischen grätschen, damit ich meine Dokumente auf der Reihe habe? Wie viele Matrosen sind jetzt noch da? Matrosen, ja, einer.
Okay, von Südaschwerter, von bestimmt keinen Piraten? Keine. Also es ist nur noch Alrikio Coronades da als zweiter Hilfssteuermann. Okay, was ist aus der Murkiji Manasna geworden? Die sind auch weg. Genau. Damn, son. Okay, eingetragen. Also ihr habt die Halbmatrosen, aber ich glaube, die Trollzacker sind im Chortempel. Die Halbmatrosen bezahlt ihr, glaube ich, nicht, oder? Die Halbmatrosen kriegen selbstverständlich ein Leichtmatrosengehalt. Ein Silber, ne? Ja. Ja, okay, gut. Ja, und ansonsten die Handwerker. 10 Leute und 7 Dukatengardisten. Und die Infanteristen waren auch weg, ja? Die Infanteristen sind auch in Chor, Schwert und Säbel und Schwert oder so. Also okay, diese Söldnerkneipe. Die verlassen. Sold und Säbel. Ja, die sollen weg. Die sollen weg. Ihr könnt die auch neu anwerben, aber also erstmal sind alle auf Landgang. Auf unbestimmte Zeit. Das heißt, ihr müsst die zur Zeit, wenn ihr hier liegt, auch nicht weiter bezahlen. Okay, ich habe sie deswegen jetzt auch erstmal aus dem Dokument gelöscht. Genau. So, das heißt, wir müssen uns. Das heißt, ja, ich wollte nach der Murakichi Marasna fragen, da die ja irgendwie nicht in die Piratenfraktion fielen. Genau, das waren 24, meine ich. Ich glaube, ich hatte den. Es waren noch 17. Auf Maraskan hatte die Flucht ergriffen. Nö, nicht unbedingt die Flucht, aber die sind jetzt erstmal von Bord gegangen und die müsst ihr nicht weiter bezahlen, ihr könnt die neu anwerben. Gut. Tsunamin, wolltest du noch irgendwas wissen? Nee, ist okay. Ich wollte nur wissen, ob die quasi die Flucht ergriffen haben und nichts mehr mit uns zu tun haben wollen, sondern die sind einfach normal an Land. Die sind auch an Land, genau. Okay. Ja. Also es ist sehr leer. Wie gesagt, die Zimmermänner, 7 Dukatengardisten und die Halbmatrosen. Ich würde mich dann ins Oberdeck stellen, an die Reling vorne. So, Männer, hört mal zu. Ich will euch nun verkünden, dass mit sofort die Wirkung ihrer Gnaden Sulamin al-Shabra der Kapitän ist. Und den ihr mit gleichem Eifer und Respekt den ihr mir über die Jahre geleistet habt. Ein dreifaches Hurra auf die neue Kapitänin. Hurra! 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 Aber warum? Frag die so dumm. Nehmt's aber hin. Machen wir, du warst eh scheiße. Wer war das? Du kannst sehen, wie sich so ein kleiner Matrose wegläuft. Töte dich töten. Den merke ich mir. Der erlebt den Morgen nicht. Ja, dann würde ich irgendwie unter Deck gehen. Ich würde mich dann in Richtung Stadt aufmachen. Ja. Zulamin bedankt sich noch bei Abmian. Das war höchstwahrscheinlich einer von den Köchen, der das geholt hatte. Ja gut, und dann können wir das auch quasi wieder auflösen. Und ich würde mich dann erstmal auf die Suche nach Hasswolf machen. Gut, dann begeben wir uns auf die Kuntium-Karte und wir fangen oben bei Zulamin an. Zulamin, gehst du alleine oder nimmst du jemanden mit? Das ist natürlich die Frage an die anderen. Kommt jemand mit zu Hasswolf? Dann ist das nicht der Fall. Dann kannst du alleine gehen. Wo suchst du ihn denn? Effa-Tempel. Effa-Tempel, alles klar. Weil ich denke, Svafnir-Tempel wird es nicht geben, aber sicher ein Svafnir-Schrein. Und ja, ich glaube, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, nehme ich mir noch einen von den Dukatengardisten mit. Ja, gut. Da brauche ich trotzdem eine Gassenwissenprobe von dir. Dafür haben wir sie. Das sollte reichen. Da kann ich noch ein bisschen was Schweres aufschlagen. Wenn du dich am Hafen entlang zum Effa-Tempel durchfragst, kannst du dort dann auch die verschiedenen Geweihten antreffen. Auch ein paar Svafnir-Geweihte. Und die wissen auch, wer Hasswolf ist. Die können ja dann allerdings sagen, dass er wohl in der Flottenmeisterei ist, weil er überhaupt keine Lust auf den Effa-Tempel hat, wie jedermann weiß. Und von dort aus einmal zwei Häuser weiter kannst du dann in der Flottenmeisterei dich etwas umgucken. Kannst du dann wohl erkennen, wie Hasswolf neben einigen anderen Torwalern sitzt und wohl Mjöd trinkt. Also Met aus Torwal. Hat wohl eher so die Konsistenz von Schweröl oder sowas. Aber scheint ihm zu munden. Und ist da wohl auch etwas angetrunken, hat gute Laune. Und stellt dann seinen Krug weg, wenn er dich erkennt. Tsunamin. Abenteuer. Hasswolf, es freut mich, euch bei so guter Laune zu sehen. Ja, setz dich zu uns. Das ist Tsunamin. Das wohl.
Hallo allerseits. Nicken dir zu, Abenteuer. Nicken sie, warum auch immer sie jetzt Abenteuer sagen, aber ja, viel das Wohl, irgendwelche Torwatches, Gemurmel und haben da wohl auch einige Runen vor sich, die da gewürfelt worden sind und die verschwinden dann in so einem kleinen Säckchen und dann bietet Hasswolf dir tatsächlich auch seinen Krug mit dem J an. Willst du einen Schluck? Warum nicht? Okay, hier, yeah, aber muss aufpassen. Ich würde ja sagen, zum Wohl, aber das Gesöff kann einen umbringen und wenn ich jetzt auf deine Gesundheit trinke dann und du davon stirbst, ist das nicht gut. Das wäre allerdings nicht gut, denn ich habe Neuigkeiten, von denen ich zumindest hoffe, dass sie euch freuen. Okay, gut. Flamin schnuppert mal vorsichtig an dem Ganzen und nimmt einen Schluck. Ja, Zechenprobe. Plus 5. Kennt sich zwar mit Drogen aus, aber was die Torwander so alles entwickeln, geht auf keine Kuhhaut. Ja, also es schmeckt tatsächlich so ein bisschen, als würde es aus der blutigen See kommen. Schweröl mit Honig, hast du so ein bisschen das Gefühl. Es brennt wie Feuer, wenn du es dann runter trinkst und es ist so ein richtig ekelhaft warmes Gefühl. Also es brennt halt richtig gut. Seid ihr sicher, dass ihr das nicht aus dem Hafenbecken geschöpft habt? Nee, kommt direkt aus Bremen. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Jedenfalls Neuigkeiten. Hasswolf. Das Letzte, was du zu mir gesagt hast, war, dass Abel mir von dem Kapitänsposten weg muss. Ja, das ist richtig. Tja, wie es der Zufall will, scheint Abel mir ganz der gleichen Meinung zu sein und die Schnauze voll vom Amt des Kapitäns zu haben. Ja, ein echter Kapitän hätte es durchgezogen, aber da er keiner ist, war klar, dass er dann bei der ersten Gelegenheit die Flucht ergreift. Wenn schwer wird, lässt das liegen. Nun, jedenfalls, wir haben uns besprochen und... Nun ja, nach jetzigem Stand werde ich das Amt von ihm übernehmen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Abenteuer. Auf dich. Nochmal. Danke. Ja, du weißt natürlich, dass ich wenig Ahnung von der Seefahrt habe und von daher auf deine Unterstützung angewiesen bin. Also frage ich dich jetzt offiziell, ob du an Bord bleiben möchtest. Was hast du denn mit Diamantes gemacht? Er ist nicht mehr erster Offizier. Er soll wieder die Geschützmannschaft befehligen. Das ging ja in der Vergangenheit zumindest ganz gut. Das ist gut. Um Ismar Bahn hat sich Boltax gekümmert. Es geht ihm besser. Er hat ein seltsames neues Hobby. Er interessiert sich wohl für Käfer, aber er scheint sehr glücklich zu sein. Okay, habt ihr das wieder hinbekommen? So, Namin, ich würde dich begleiten, aber weißt du, ich habe eingesehen, dass ich alt geworden bin, dass ich mein Auge verloren habe, mein Bein. Vielleicht ist es sinnvoller, dass du jemand Junges mitnimmst. Ich würde dich begleiten, aber ich glaube, dass jemand anderes dir wesentlich weiterhelfen kann als ich. Nun, dann denkt ihr, es ist eine gute Idee, wenn ich mich selbst umsehe? Oder möchtest du mir diesen letzten Dienst erweisen und, nun ja, jemanden finden, den du für den richtigen hältst? Zulamin. Er rumpelt dich so ein bisschen mit seiner Schulter an und deutet dann einmal auf die Gegenüberseite, wo du dann erkennen kannst, da sitzt eine blonde Frau, eine Schildmaid mit einem Schwert an der Seite, einem Schildbuckler. Und es ist wohl diejenige, die Knochenwürfel gerade wieder eingesteckt hat. Das ist Havulgard. Die nickt dir nur zu. Das wohl. Die Faust von Svafnir. Sehr erfreut. Ich würde dir selbstverständlich nur eine Svafnir-Geweihte empfehlen. Oder einen Geweihten, das ist egal, aber keine Ferjadis. Die gibt es zwar hier auch, wie Sand am Meer, aber wenn du mich fragst, dann nimmst du eine Svafnir-Geweihte. Havulgard hat einen guten Ruf.
Ich habe ja auch schon von euch erzählt. Hab gesagt, dass ihr den guten Kampf kämpft und dass ihr wohl am meisten erreichen könnt. Ich glaube auch nicht, dass wir eine Eferdi finden würden, die mit uns fahren würde, denn wir werden definitiv nicht unseren Ingerim und unsere Angroschgeweihte an Land setzen. Tja, ich kann dir natürlich nicht sagen, dass du da nicht hingehen sollst, das Ganze machen, aber sprich doch am besten mit Havulgard und sie wäre schon bereit, euch zu begleiten. Kann auf alle Fälle gut austeilen, versteht sich auf die Seefahrt, versteht sich auf Gottesdienste. Und ein alter Knochen wie ich sollte wissen, wann er bereit ist, wieder zurück an die Heimat zu kehren. Hätte er schon gesagt, dass ich drüben in Torwald an Seeschlangen jagen werde. Es schmerzt mich, dass ihr uns verlasst, Haswulf, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es für euch die bessere Entscheidung ist. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist, nicht wahr? Ja. Nun, Havulgard, dann denke ich, werden wir uns die nächsten Tage einmal unterhalten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei unserem Schiff vorbeikämt. Das wohl, bei Svafnir. Gut, dann steht Sulamin auf und tätschelt Haswulf die Schulter. Ich hoffe doch, wir sehen uns noch einmal, bevor wir ablegen. Abenteuer. Röppelt er dich wieder so ein bisschen mit seiner Schulter an. Er hat wohl wieder gute Laune. Zumindest jetzt hier mit seinen anderen Torwalern, die abseits vom Effa-Tempel dann in der Hafen- oder Flottenmeisterei sitzen. Und so kannst du ja doch mit einem guten... Kunde? Ja. Entschuldigung, ich habe noch was vergessen. Ach ja, Haswulf, was war mit diesem Matrosen? Den wir aus dem Wasser gezogen haben. Ihr habt den einen eingesperrt und was habt ihr mit dem anderen gemacht? Ach so, ja. Der eine war ein Fex-Geweihter, der ist bei seiner Mannschaft. Da hatte ich keinen Grund, Felix einzusperren. Und das andere, das war wohl auch mal ein Fex-Geweihter, allerdings, so wie ich ihn einschätzen kann, verlorener. Deswegen habe ich ihn, weil er mir nicht ganz so erschien wie jemand, der Gutes im Schilde führt und gerade Verlorene. Die werden ja einen Grund haben, warum sie nicht mehr auserwählt sind. Macht mit dem, was ihr wollt, aber ich konnte zumindest nichts aus ihm rausfinden. Alles, was ich weiß, ist, dass er seinen Segen von Fex verloren hat. Aber er ist kein Paktierer. Mehr weiß ich nicht. Üble Sache, auch für ihn selbst. Tja. Er wird wohl irgendwas gemacht haben. Und dieser Felix, denkt ihr, der kommt wieder? Das weiß ich nicht. Das muss man mit den anderen Vollmatrosen von Sylla Schwertern sprechen. Also gibt ja die bestimmt keine Piraten. Das waren Vollidioten. Und die Sylla Schwerter kommen halt aus Sylla. Das sind auch Piraten, aber die haben halt Felix dabei. Ja, wirkt er sympathisch auf mich. Unauffällig. Gut. Wie halt so ein gut, normaler Fex. Ja, gut. Dann werde ich mit dem nochmal sprechen. Danke dir. Ja, die findest du vielleicht im Sold und Säbel, keine Ahnung. Mach's gut, Sodamin. Abenteuer. Jetzt aber. Ja, kannst du dich erheben mit deinem lachenden und deinem weinenden Auge. Und machen wir weiter, machen wir. Ja, ich stehe in der Reling und betrachte mal diese Stadt, die ich vor langer, langer Zeit letztes Mal besucht hatte. Und kram in meinem Gedächtnis, wo ich zuletzt einen Gewandschneider, wo dieser war, den ich letztes Mal besucht hatte. War höchstwahrscheinlich im Maraskana-Viertel. Denn wenn irgendjemand was mit Gewändern macht, dann Stoffdocke von Rusty Gida oder... Ja, nichts Buntes, ich wollte nichts Buntes, sondern etwas Angemessenes. Etwas Angemessenes, ja, dann wirst du höchstwahrscheinlich eher in Richtung des Marktplatzes gehen müssen, wo dann die etwas teureren Schneider sind. Seide findest du hier natürlich. Und oder die ein richtiges Geschäft aussuchen, also nicht so ein Marktstand. Oder? Ja, nee, schon klar. Aber vor allem, wenn du, je näher du der Magierakademie kommst, desto eher wird es dann eben auch etwas sein, was du anziehen würdest. Du musst halt so nah wie möglich an die Drachenei-Akademie ran. Okay. Dann würde ich mich mal vom Schiff begeben. Und wahrscheinlich am Hafen wird es direkt selber nicht so ein, wie nennt man so eine, nicht Kutsche, sondern eine Sänfte, Tragen von zwei Sklaven, würde ich mal heranwinken und ihr die
grobe Richtung, wo ich hin will und den Schneider, den ich bevorzuge. Ja, okay. Ich darf ihm nicht allein durch diese Massen. Dann gib mir mal eine Etikette. Ja, gib mir mal eine Etikette-Probe.